Nächstes und auch letzter Redebeitrag wird Saif von Welcome United sprechen. Jetzt wirklich von Welcome United. Dankeschön. Hallo, liebe Leute. Ich bin sehr froh, dass heute bei euch hier bin und wir streiten und wir kämpfen für Menschenrechte. Wir schildern die Lage in griechischen Lagern, dort für geflüchtete Menschen eine europäische Höhle geworden. Ich glaube, Berlin hat genug Platz und da, wo, darüber wurde genug geredet. Und ja, seit einigen Monaten sind die griechischen Lager für ihre Bewohner zu einem Gefängnis geworden. So hat sich die Situation der Einwanderer in Europa verschlechtert. Das Recht auf Asyl wurde Schritt für Schritt eingeschränkt und damit ein Grundrecht faktisch außer Kraft gesetzt. Die Einschränkung von Menschenrechten erreicht in den Flüchtlingslagern von Lesbos, Samos und Chios aktuell ihren Höhepunkt. Nach Angaben leben allein in Flüchtlingscamp Moria rund 21.000 Menschen, wo maximal 3.000 Plätze haben. Es ist eine humanitäre Krise. Diese Krise kann nur durch die Evakuierung europäischer Lager, besonders griechischer Lager, behindern. Wir wollen eine europäische Politik, die Menschenrechte verteidigt und nicht berecht. Wir wollen ein Europa, das Menschen willkommen heißt und nicht an der Grenze auf sie schießt und in unmenschlichen Lagern bewährt. Es wurde schon mehrmals die deutsche Regierung aufgefordert, dass zahlreiche Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufnehmen und europäische Lager evakuieren muss. Bislang wurden nur ein paar Kinder, minderjährige Kinder, symbolisch nach Deutschland gebracht. Dort wird nur politische Entscheidungen treffen. Sie wollen nicht die Lager evakuieren und die Situation und Menschenrechte dort beachten. Durch Aufnahme ein paar Kinder wurde die Katastrophenlage der griechischen Lager nicht verbessert. Sie sind immer noch voller von Menschen, die keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, ausreichende Möglichkeiten der Hygiene und anderen Grundbedürfnisse des Lebens haben. Einwanderer leben auf engstem Raum, in Zelten. Es ist ihnen überhaupt nicht möglich, Abstand zu halten, um sich gegen das Virus zu schützen. Jetzt fordern wir Politiker aus Berlin auf, aktiv zu werden und mehr Menschen aus den griechischen Lagern, die als europäische Höhle bei Flüchtlingen Geld aufzunehmen. Berlin hat mehr Platz, um mehr Menschen aufzunehmen. Wir fordern auf, dass Berlin sich mehr solidarisiert. Da die Bundesregierung blockiert, muss jetzt Berlin aktiv werden. Berlin muss zeigen, was Solidarität bedeutet. Diese Solidarität lässt sich nur
lässt sich nur mit der hohen Anzahl der aufnehmenden Menschen aus griechischen katastrophalen Lagern zeigen. Wir haben genug Platz. Wir sehen laut, wir sehen, wir, Refugee, are welcome here. Thank you.